Falscher Knopf. Ah ja, es geht so normal. Hier kann man wahrscheinlich runterspringen. Was ist denn los, Handy? Alter, übertreib jetzt nicht. Was ist mit meinem Handy jetzt los hier? ズーグルもカラグリアのとはだいぶ違うんだな。寒い国だからね。それに合わせた種類なんだと思うよ。なら火の属性を使えば有利に戦えそうね。Es gibt zwar keinen Fotomodus, aber trotzdem machen wir mal ein Bild. Und ich denke mal, wenn es einen Fotomodus gibt, also später reinkommt, dann wollte ich das Spiel deswegen nicht eher weniger spielen. Weil ja ein Fotomodus irgendwann kommen soll. Ah, mal abwarten.何倍もの力になる。なんや。問題なさそうな相手だな。山本太郎、冷静になれ。どういうとき。下げろ。やらせない。炎や。火の手。山本太郎。状況が逆転したな。敵はバッカ。押し切るわよ。ああ、もう一踏ん張りだ。終わりだ。すまんな。くれ。終わりだ。ヤマタノオロス。決めて。どのよ。これで。終わりだ。シオンの力はすごいな。振るったのはあなたよ。Fliegende Gegner, oh Gott. Jamayo. Hino Serenade. Ikua yo. Moratta. Hono yo. Matondeiru aite nara makase nasai. Tomono ni jikan wa kakete rarenai wa. Sora. Ah.どんどん倒すぞ。存分に力を振るいなさい。このだ。ざまないな。
Aber ich denke mal, wenn es einen Fotomodus gibt, werde ich einfach zu den Orten, wo ich Screenshots gemacht habe, einfach nochmal hinreisen, um richtige Screenshots zu machen. Gerade bei so einer malerischen Landschaft. Aber ich liebe diesen Stil. Ist mal was anderes. よし、いい感じだ。 Wie gesagt, vielleicht habe ich hier die Motivation für Platin, aber es ist ein Tales of. Tales of und Platins. Hey, ist hier noch ein wenig Platz für uns? Dieses Feuer verurteilt niemanden. Jeder ist herzlich eingeladen, seine Wärme zu genießen. Alfen, warte, hast du vergessen, was ich gesagt habe? Ich weiß, ich möchte nur ein bisschen mehr über unser neues Reich erfahren. Ich sehe, ihr habt eine Menge Gepäck dabei. Was schleppt ihr da mit euch herum? Das sind mehrere Waren zum Verkaufen, wie Medizin. Dazu kommen meine Werkzeuge, mit denen ich von Zeit zu Zeit Zubehör aus Erz herstelle. Hast du gerade Zubehör gesagt? Du meinst... Die Leute hier unten auf Dana tragen die auch? Jetzt bin ich interessiert. Bist du ein guter Handwerker? Ich sage dir was. Ich werde mir einige deiner gefertigten Sachen selbst ansehen. Was? Jetzt können wir auch noch Zubehör anfertigen. Wie cool. Der Metallgravierer kann Zubehör für dich fertigen und verwendet dazu Erz, dass du... an Abbaustellen förderst. Wenn du ein Zubehör verbesserst und neue Fertigkeiten dafür aktivierst, kannst du diese Fertigkeiten sogar auf neues Zubehör übertragen. Du kannst Erz nutzen, um Zubehör zu fertigen. Wähle ein zu fertigendes Zubehör und das Erz aus, das du als Material nutzen möchtest. Die Seltenheit und mögliche Bonusfertigkeit dieses Erzes werden dann für das gefertigte Zubehör übernommen. Erze können bis zu 4 Fertigkeiten besitzen. Seltene Erze bieten mehr Fertigkeiten. Um diese Bonusfertigkeiten zu aktivieren, muss das aus Erzen gefertigte Zubehör verbessert werden. Alexandrie, was? Vergiften annullieren. Gewährt Immunität gegen Vergiften. Ich stelle alles her, was wir herstellen können. Außer das haben wir ja schon. Erhöht Resistenzen. Ah, jetzt verstehe ich auch den Rang daneben. Ah, und das hat jetzt Frostresistenz, das hat Durchdringung. Nehmen wir das. Wenn du ein Zubehör verbesserst, erhöht sich sein Level. Und Bonusfertigkeiten werden aktiviert. Du benötigst dafür Erz
und anderes Zubehör. Je seltener beides ist, desto mehr Level steigt dein Zubehör beim Verbessern an. Oh. Geil. Dann nehme ich einfach nur 5 von den Gegengiftsteinen und zack. Nur das, aber hey, komm, let's go. Feuerschwert. Und ein Schneidemblem. Wie findest du das? Habe ich den Test bestanden? So. Nicht übel, schätze ich. Nicht das Schönste, was ich je gesehen habe, aber zumindest sieht es praktisch aus. Ne, bezieh auf dich mal eins. Das weiß ich jetzt noch nicht mal mehr. Nicht übel, schätze ich. Nicht. Ja gut, das habe ich schon gelesen. Wenn ich auf Erz stoße, komme ich vielleicht wieder. Bis dahin solltest du aber noch ein wenig besser werden. Ich weiß dein Urteil zu schätzen, meine Dame. Ich lasse dich nicht im Stich. Du solltest Shion Selbstrede stellen, nicht ich, Rinvel. Ich möchte nicht mit ihr sprechen. Mach du das, Alpha. Na gut. Es ist kalt hier draußen. Setzen wir uns und essen was, damit wir uns etwas aufwärmen. Gute Idee. Aber ich habe keinen großen Hunger. Tja, man sollte nie mit leerem Magen in den Kampf ziehen. Und man weiß nie, wann der Feind angreift. Also, Shion, du musst nicht um den heißen Brei herumreden. Du kannst ruhig zugeben, dass du Hunger hast. Warum solltest du uns... Du solltest du sonst was essen wollen? Na schön. Ja. Wenn ich es mir recht überlege, wir müssen etwas essen, Leute. Yes. Ich mache uns was Feines. Wie wäre es mit einem Rezept, das unter uns Karmesinkrähen beliebt ist? Ina. Was? Für ein Schmaus. Du kannst echt besser kochen, als ich dachte, Sephir. So, ne? Ja, das war echt gut, danke. Schön, dass es euch geschmeckt hat. Willst du noch einen Teller? Wie du schon sagtest, es ist nicht gut, mit leerem Magen zu kämpfen. Nein, danke. Shion, ist das verdammte Zeug, sonst schmeiß ich es weg. Na gut, wenn du drauf bestehst.
Es sollte noch 3 Versuche dauern, bis Shion endlich zufrieden war. Gemüsesuppe. Shion hat Schick-Emblem. Und die AL ist gestiegen. Ich könnte ihr Fontaine beibringen. Machen wir mal. Ich habe Angst vor dem, was hier noch auf uns wartet. Ich denke mal, es gibt bestimmt irgendwann Gegner, die uns viel mehr... ...die uns viel mehr FP geben. Oh, Hühnchen, danke. Sind wir jetzt wieder fit und so? Ja. Warte mal. Andere Richtung. Ich sollte übrigens öfter mal, während ich Parts aufnehme, auch einfach mir überlegen, während ich den Part aufnehme, wie der Part heißen sollte, weil meistens habe ich Probleme. Mir etwas zu überlegen. Kennt man sicherlich. Stimmt, ich wollte ja mal nachgucken, was es bei den Arts so. Interessantes gibt. Ah, der aufsteigende Wyvern ist schon um ein Level gestiegen, das ist schön. Und Orochis Sturmkraft wurde es auch schon. Aber den explosiven Ring, den haben wir noch nicht erlernt. Was haben wir eigentlich hier? Wir haben hier nur Stern, Staub und Trugbild. Ja, was könnten wir bei ihr eigentlich? Strahl. Fontaine.
sollte aber im Kampf wirklich öfters mal einfach die Charaktere wechseln, einfach schon allein wegen den Emblems zum Freischalten. Ja. Drücke R2, wenn du hochgewirbelt wirst, um zu landen, ohne niedergestreckt zu werden. Oh, was haben wir denn da Schönes? Eine Eisbombe. Den Titel haben wir gerade freigeschaltet. Ah, das. Dieser Titel wird noch ein bisschen schwierig, noch ein bisschen dauern. Die drei sind übrigens DLC-Titel. Die ich ja. Was heißt hier gratis? Ich habe mir ja die Collectors Edition geholt wegen der schönen Figur. Und dann nehme ich natürlich alle DLCs gerne mit. Oh, hier kann ich. Toxicity. Das ist ein Luftangriff. Schalte ich mal frei. Arts. Luftangriff. Dann muss ich erstmal alles auf Toxizität. Geil. Das wird einiges noch auf uns. Oh, fliegende Gegner. Dann holen wir die mal vom Himmel. Erstmal alles toxizieren, ja. Die hat ja nichts anderes momentan, deswegen. Aber das Toxizieren muss ich jetzt gleich mal testen. Es gibt ja zum Glück keinen Fallschaden. Was zum? Wer seid ihr denn? Ja, das. Kann ich? Wo schießt die hin? Hey, grüner Schnodder rumballern. Ja, geil. Aber ich darf nicht vergessen, sie ist die Heilerin. Jetzt geht doch schon um. Ich finde das cool mit so Ranken. Funktioniert auch 100%, dass man sich an Efeu-Ranken oder so hochschlängeln kann.
hält auch voll das Gewicht aus. Obwohl, ist das eine richtige Leiter dazwischen? Nee. Link hat's vorgemacht, ja. Aber Link ist auch Spider-Man. Also, das, was der in im letzten Teil so kann. Ja. In Breath of the Wild, da konnte er ja an den Decken kleben sogar. In Ocarina of Time sowieso. Fliegende Gegner. Das ist ja richtig geil mit dem Schnodder. Das wird sie ja nie von selbst einfach machen. Den Schnodder ins Gesicht der Gegner. So, hier gucken wir uns noch um. Da waren wir noch nicht. Gibt bestimmt auch noch was. Let's go. Die Gegner sind schon ein bisschen schnell weg, habe ich das Gefühl. Das Ignis machen wir mal zu... Ach nee, das habe ich ja noch gar nicht. Boah, dann erst. Stufe 3 wieder. Ist hier noch was? Nee. あんなところに家が? 人が暮らしているのか? 2224ありふれた小さな村だよ。何か聞こえる。争っているような。執行隊。蛇の目が来てるんだ。迂回した方がいいと思う。どの道あんたたちは目立つからそのつもりだったけど、住人に密告されかねないから。やらせてるのはレナだよ。そう。抗わないなら嘆くのもやめるべきね。 ずっと私たちを抑えつけてきた光目のくせによくそんなことが。よせ。だってこいつ。300年分の恨みを一人に負わせるのは公平とは言えん。お前もだ、シオン。敬意を無視して今だけで語るな。それで今。 あの村で何が起きているんだ。多分通報を受けて蛇の目が誰かを連行しようとしてるんだと思う。まさか助けるなんて言い出さないでしょうね。私はスルドの首以外関わる気はないわ。アルフェン、お前は何をしにここに来た。何って、この国の奴隷たちを助けるためじゃないのか。お前はまだ奴隷か。 そんな、違う。なら奴隷じゃない、自由に生きるってのはどういうことだ。
覚えておけ。奴隷じゃないっていうのはな、自分の主人は自分、自分で考えて自分で決めて、その結果を受け入れる覚悟を持つってことだ。わかるか？わかると思う。よし、ならやれ。シオン、聞いてなかったの？私はやらないわよ。わかっている。ここでリンウェルと待っていてくれ。炎の剣なしで行くつもり？ああ、これは俺のわがままだからな。わがままって、あなたね。いいこと、私にはあの炎の剣の使い手が必要なの。こんなところで死なれては迷惑なのよ。シスロデンまで無事にたどり着いてもらわないといけないのに。何かのために誰かを犠牲にする、俺たちはそれをやめさせに来たんだ。前に犠牲にしたことがあるの？終わるまで隠れてろ、いいな？クソ、やっぱりここでもダナは虐げられているのか。怒ってくれるの？よその国のことなのに。どこの国かなんて関係ない。こんなことはもうたくさんだ。So, bevor ich weitergehe.